The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das zu erreichende Ziel. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Als Paulus schrieb, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, ermahnte er seine Brüder nicht etwa dazu, auf das Erreichen einer bestimmten Norm hinzuarbeiten, die für sie unerreichbar wäre. Er betete nicht um Segnungen für sie, die Gott ihnen nicht geben wollte. Er wusste, alle, die tauglich sind, um Christus im Frieden zu begegnen, müssen einen reinen und heiligen Charakter besitzen. Würden die sieben den Tagsadventisten das ausleben, was sie angeblich glauben, wären sie darum bemüht, mit der Gesundheitsreform ernst zu machen, dann wären sie tatsächlich ein Schauspiel für die Welt, für die Engel und für die Menschen. Und sie würden einen viel größeren Eifer für die Rettung von Menschen an den Tag legen, die die Wahrheit nicht kennen. Unter den Menschen, die behaupten, nach der baldigen Wiederkunft Christi Ausschau zu halten, sollte es größere Reformen geben. Die Gesundheitsreform ist dazu bestimmt, in unserem Volk ein Werk zu verbringen, das es noch nicht vollbracht hat. Da gibt es Leute, die sich der Gefährlichkeit des Fleischgenusses bewusst sein sollten. Doch sie essen immer noch Fleisch und gefährden damit die körperliche, seelische und geistige Gesundheit. Viele, die in der Frage des Fleischessens nur halb bekehrt sind, werden sich von Gottes Volk trennen und nicht mehr mit ihm gehen. Die alles beherrschende Macht der Esslust wird sich für Tausende als Ruin erweisen. Dabei hätten sie, wenn sie in diesem Punkt überwunden hätten, genügend sittliche Kraft gehabt, um den Sieg über jede andere Versuchung Satans zu gewinnen. Menschen aber, die von ihrer Esslust versklavt sind, werden es nicht schaffen, einen christlichen Charakter zu vervollkommnen. Die ständige Gesetzesübertretung der Menschheit seit 6000 Jahren hat Krankheit, Schmerzen und Tod nach sich gezogen. Während wir dem Ende der Zeit näher kommen, wird Satans Versuchung, der Esslust zu frönen, mächtiger und schwerer zu überwinden sein. Immer wieder wurde mir gezeigt, dass Gott versucht, uns Schritt für Schritt zu seinem ursprünglichen Plan zurückzuführen. Die Menschen sollten sich von den natürlichen Erzeugnissen des Bodens ernähren. Bei denen, die auf die Wiederkunft des Herrn warten, wird das Fleischessen schließlich unterlassen werden. Fleisch wird nicht mehr auf ihrem Speisezettel stehen. Wir sollten dieses Ziel im Auge behalten und ständig darauf hinarbeiten. The Lord is coming.